Kammer 45, Energiekapselturm. Ja, da sind so einige Kapseln. Das wird wieder ein Spaß, vor allem scheint es diesmal eher um Ausweichen zu gehen, als um irgendwas zu aktivieren. Und damit hey ho und let's go mit Bridge Constructor Portal. Ja, sieht super aus. So viel Spaß. Wie soll ich da durchkommen? Also ich habe zumindest hier ein bisschen Schwung dank dem Gel. Das kann mir ja schon mal etwas helfen. Ich muss irgendwie befestigen gescheit. So. Steht. Ich sollte da so wenig wie möglich rumfummeln. Sonst könnte es ja sehr zufallsbedingt sein, wenn ich gewinne. Ah, ich sehe gerade. Interessant. Unten sind sie schon aktiv. Oben dagegen aktiviere ich sie erst durch diesen Knopf. Ach. Da müssen aber zwei rein. Ich wollte gerade sagen, ich kann den Knopf doch überspringen wahrscheinlich, aber nö. Ich kann gar nichts überspringen. Und ich brauche beide natürlich, um den Laser hier auszukriegen. Na gut, schauen wir erstmal, wie weit ich so komme. Juhu! Sehr weit. So. Theoretisch aber nicht so schlimm. Wie mache ich das stabil? Das sieht noch nicht so stabil aus. So. Nein. Dann schauen wir mal, hält das? Ja. Und das Unterding ist gut, dass ich blockiere, weil das stört mich sowieso nicht. Wenn ich die Flugbahn verändere. Perfekt, ich überlebe es bis da hinten. Jetzt noch eine wunderschöne Straße und das Ding ist gegessen. Genauso. So kann ich das ganze Ding auch noch befestigen. Und das war's. Ja, dann ab geht's. Das war ja relativ leicht. Vielleicht wieder etwas, was wir sehr schnell schaffen. Wobei, nein, das schaffen wir auf keinen Fall sehr schnell. Ui. Na, zumindest überlebst du, mein Freund. weil das Problem ist, mit dem Konvoi werde ich Probleme haben. Das heißt, ich muss nicht nur einfach sowas bauen, ich muss tatsächlich nee, ich kann gar nicht. Ich wollte gerade sagen, jedes Ding blockieren, allerdings kann ich ja dazwischen gar nicht bauen. Dann geht das ja gar nicht. Oh, das ist aber hässlich jetzt gemacht. Jetzt sehe ich das erst. Ich kann da nicht etwas bauen, was den Knopf betätigt, oder? Nein. Aber das Problem ist, bis ich den Winkel hier rausgefunden habe, dauert es auch noch mal eine Weile. Und ich muss jedes Mal das andere Ding aktivieren. So, probieren wir einfach mal irgendetwas. Mal sehen, ob es klappt. So. Und so. Das müsste so ungefähr hinkommen. Na gut, dann wieder ein paar Mal testen. Und wieder die schöne Musik. Ich mag die mehr als die anderen. Toll! Okay, so wollte ich das nicht. Das ist eigentlich fast egal für das Auto, was passiert, weil ich werde das sowieso irgendwie Platz schon für ihn schaffen. Das ist kein Problem. So. Ja, der eine geht zwar rein, der linke wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Und das Problem ist zudem, warum geht er eigentlich nicht mehr?
Warum ist er zusammengekracht? Naja. Achso, das Auto kam, genau. Das Problem ist, er darf ja nicht 20 Mal hin und her springen. Weil sonst allein schon ein Fahrzeug Probleme damit haben könnte. Genau das soll ja nicht passieren. Dann mache ich das so. Vielleicht kann ich das perfekt auf den hier begrenzen. Also die Schwerkraft sagt schon mal nichts. Dann bitte sehr. So, und welcher Winkel? Keine Ahnung, stör mich einfach nicht. Das ist echt alles, was ich will, einfach nur nicht, dass er mich stört. Ich baue ja schon eine Brücke für ihn später. Ich glaube erstmal hier die Energiekugeln hinkriegen. So, danke. Okay, zu steil eindeutig. Und yes, erster ist drin. Dasselbe kann ich eigentlich hier machen. Eins, zwei, genau, das reicht schon. Wie habe ich es gemacht? So. So, ungefähr. Müsste es das sein, aber ich brauche es halt genau. Wenn er trotzdem das Ding trifft, ist alles gut. Okay, er bleibt. Das ist die Hauptsache. Und? Nein. So. Sieht ein bisschen anders aus, aber sollte selbst Prinzip funktionieren. Und? Na, immer noch ganz knapp. Danke. So. Jetzt flieg und sieg, meine Energiekugel. Flieg und sieg. Ach komm schon, das ist doch witzlos. Das Ding geht mir auf die Nerven. Ich sag ja, so eine Vorschau wäre ganz nett. Weil diese Winkelkorrektur immer... Naja. So, geschafft. So, jetzt kann das weg. Und jetzt baue ich hier eine wunderschöne Brücke, die absolut nicht halten wird. Aber sowas von nicht halten wird. So. Und jetzt? Was jetzt? Ich kann das so nicht bauen. Das muss anders gebaut werden. So, besser. Und das sollte ich von unten befestigen, allerdings ohne natürlich die anderen Sachen in Verbindung zu bringen. Weil das könnte natürlich zu Problemen führen. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich denke, ich muss aber wieder von oben das stabilisieren. Diesmal kann ich keine Seile verwenden. Als Notfallplan. Und wie gesagt, unten diese Rampen will ich gar nicht anfassen. Die könnten nur zu noch mehr Problemen führen. Da muss ich die wieder ausrichten und... Katastrophe. So ist gut.
Die Dinger kann ich ja noch berühren, das ist ja okay. So. Und hier. Ja. So ein bisschen kann ich auch stabilisieren. Machen wir das noch zu einer Straße. Da muss ich gucken, wie ich das verschiebe gleich. Damit die Öffnungen okay sind. Und ab geht's. Beziehungsweise ich brauche nur das da. Super. Ja, da wo es hakt, ist natürlich in der Mitte. Ups, was habe ich gemacht? Nein, nein. So. Von da aus, dann machen wir dieses Konstrukt wieder. Das hat mir oft geholfen. Das wird auch diesmal helfen. So. Ja, es hält. Es hält, okay. Kann ein Auto darüber fahren? Antwort ja. Jetzt muss ich nur noch hier korrigieren. Das könnte wieder ein bisschen natürlich das alles instabiler machen. Ich hoffe dennoch, es hält. Ja, aber muss nicht so sein, genau. Also es geht nicht mehr. Ja, ist schon viel lockerer hier geworden. So. Jetzt nur so und fertig. Kann ich noch etwas tun? Das ist natürlich klar. Sonst nichts. Hält es? Ja. Klappt es? Das Auto müsste durchkommen. Ach, die Timings habe ich gar nicht beachtet. Oh, oh, das ist alles sehr knapp, was da passiert. So, und du lässt ein bisschen mehr Platz. So. Dann funktioniert das besser. So, jetzt. Die Brücke hält noch. Oh Mann. So, beide Energiebälle im Auge behalten. Okay. Das hier ist das Problem noch. Ich hab links beobachtet. Wo berührt er hier etwas? Das sollte eigentlich doch genug Platz sein. Ach, du kommst hier rüber. Ja, dann mach halt, wie du denkst. So. Schon haben wir es geschafft. Wie der noch rausfliegt. Das Fahrzeug ist allerdings überlebt. Da bin ich froh. Jetzt zeigen wir, was der Konvoi kann. Ich bezweifle überhaupt, dass meine Brücke dafür hält. Geschweige denn davon, dass sie es überleben. Sieht gar nicht so schlimm aus. Also hier ist was eingestürzt, klar, aber sonst sah es gar nicht so katastrophal aus. Sah eigentlich gut aus. So, und das kann ich ja hier noch befestigen, das ist ja kein Problem. So. Besser. Ja, ich denke, das ist jetzt stabil genug. Jetzt beobachten wir es. Also ich bin froh, dass ich da nichts mehr mit den Energiebällen machen muss. Ist ja super. Warum geht jetzt das allererste kaputt? Brücke rechts hat sich wahrscheinlich so verändert, dass das Timing jetzt perfekt in den Trick. Ja. Irgendwas hat da sich verändert.
Nee, das funktioniert so nicht. So schon eher. Was mache ich aber? Das Timing stimmt nicht. Die Kugel kann ich nicht beschleunigen. Sie fliegt schon auf direktem Weg. Das Auto beschleunigen will ich eher weniger. Ja, wenn, dann verlangsamen. Soll ich wieder meinen Trick verwenden? Mein 0815-Trick hier? Da die Fahrzeuge genug Abstand voneinander haben, sollte es gar keine Auswirkungen aufeinander haben. Achso. Ich habe vorausgesetzt, dass das ein bisschen schneller da vorangeht. Ja, sie sind zu langsam. Aber es betrifft nur... Okay, das macht eher alles kaputt. Ja, das darf nicht zu viele natürlich sein. So. Na gut, das kracht aber ein, bis es ankommt. Kann ich da... Danke. Kann ich vielleicht etwas rumalbern? Ohne die Brücke zu destabilisieren. Ja, es verändert auf jeden Fall das Timing. Und... Es ist zwar knapp, aber jedes Fahrzeug schafft es. Yes. Sehr gut. Und ich würde sagen, weil es so lustig ist, machen wir noch eine Kammer. Ich habe einfach Bock drauf. Kammer 46, der Zopf. Und irgendwie denke ich, das war ein Fehler. 16... Was? Ich brauche doch erstmal 20 Minuten, bis ich gecheckt habe, was ich hier machen soll. Ich will nicht mehr. Was ist... Ich gucke die ganze Zeit, versuche den Weg zu folgen und die ganze Zeit kommt mir was anderes in den Weg. Wie viele kommen denn da? 4 Stück? Ja klar, es gibt 4 Wege. Jeder nimmt irgendeinen bekloppten Weg. Ach du Scheibe. Okay, okay. Der Vorteil ist, mich juckt das am Anfang gar nicht. Ich muss einfach eigentlich nur eine... Ja, eigentlich muss ich gar nicht so viel machen. Ach du Scheibe. Bitte sag mir... Oh Gott. Nein, doch, ich weiß, was sie wollen. Das aus der Schule kennt ihr noch. Mit den Verbinden, das Richtige mit dem Richtigen. Genau das ist hier verlangt wahrscheinlich. Weil wenn ich sie geradeaus einfach alle mache, stimmt es vermutlich nicht überein. Der unterste... Nee, eigentlich können sie alle gleichzeitig kommen. Ach, keine Ahnung. Mann, das ist zu viel. Ich muss so vielen folgen. Also, sagen wir mal, hier kommt der erste an. So. Der aktiviert das da. Dieser. Ach so, der schaltet das Laser aus. Hier kommt gleichzeitig einer. Der schaltet das Laser aus. Dieser schaltet das Laser aus. Und der, genau. Nee, dann doch. Das. Warum ist das so komisch aufgebaut? Alle kommen gleich. Theoretisch könnte ich alles gleichzeitig... Nee, die kommen ja nicht gleich an. Nee. Ich Idiot. Ich dachte, die haben irgendwie verlängerten Weg. Aber nee, der oberste kommt schon als erstes. Dann Nummer 3, dann Nummer 2 und dann Nummer 4. 1, 3, 2, 4 kommen an. So. 1, 3, 2, 4. 3 ist halt seltsam. Ach so, nee, das Timing stimmt, aber 1, 3, 2, 4, doch. Nee, kommt nicht an, nee. Nee. Nochmal zeig's, aber das klappt so nicht. Ja, ich habe nichts falsch geguckt.
1, 3, 2, 4. Das Problem ist, 1 kommt zuerst, so. Und wird gleich vom Ding gegrillt, weil 4 müsste zuerst kommen. 3 kommt zuerst, das kann er ruhig machen, das ist korrekt. Dann kommt 2, das ist gut. Allerdings muss der dann beim Konvoi beim nächsten Mal... Ach komm, keine Ahnung. 1, 3, 2, 4. Das funktioniert so aber nicht, Jungs. Ich muss das Timing ändern. Der erste... Er muss theoretisch nicht ganz nach unten, aber trotzdem. 1, 3, 2, 4. Es geht nicht. Also nicht so, wie ich jetzt denke. Der erste kommt von oben. Der erste kann theoretisch 3 oder 4 nehmen. Hey, endlich mal wieder die Musik beim Bauen. Der erste kann 3 oder 4 nehmen. Weil das dritte ist schon ausgeschaltet. Nee, er muss 3 nehmen. 4, ja, den Schalter brauche ich zuerst, allerdings macht er sich dann selbst platt. Das bedeutet, 1 muss mit 3 verbunden werden. Keine Ahnung, wie das praktisch aussehen soll, ich baue es einfach nur. Erstmal provisorisch. 1 mit 3 muss verbunden werden. 1... Was habe ich gesagt? 1... 3, 2, 4, gell? 3, 2, 4, okay, ja, stimmt. 1, 3, 2, 4. So, der kommt dadurch. Der schaltet den aus. Das heißt, der da muss dahin. Anders geht hier erstmal nichts. So. Das Problem ist, ja doch, der muss jetzt irgendwie da oben. Keine Ahnung wie, aber er muss nach oben. Weil sie haben ja kein Gel oder so. Ich muss sie also irgendwie anders hinbekommen. 1, 3, 2 und dann kommt 4 und 4 muss auf 2. Da muss ja sogar 2 Etagen höher. Boah. Geht das nicht? Kann man das nicht irgendwie intelligent machen? Ne, das funktioniert gar nicht, was ich mir hier ausdenke. 1, 3, 2 und dann kommt 4 und 4 kann dahin. So. So, so müsste es aussehen. Wie ich das allerdings einbringen soll, habe ich keinen Plan. Und dann letztendlich alle müssen sich irgendwie vereinen, um ins Ziel zu kommen. Das ist wahrscheinlich leicht. Weh! Das geht nicht so einfach. Und hier verwirre ich mich selbst schon. So, besser. Also die nach unten müssen, 1 und 3 haben natürlich kein Problem. 2 und 4, die hoch müssen, die haben ein Problem. Wobei, ich kann das in eine Straße verwandeln. Ein bisschen intelligenter kann ich das lösen. What, gegenseitig, genau, gegenseitig können sie sich festhalten. Oh mein Gott. Dann kommt er hier an, allerdings mit zu viel Schwung. Nee, ich darf das nicht so viel machen. Jetzt ändere ich das da. Jetzt mache ich das so. Nee. So. Das kommt weg, dafür... das geht auch nicht so einfach, oh Gott.
Das Problem ist, ich muss ja auch abgehen. Richtig, Mann. Beziehungsweise ich kann ihn auch später auffangen. Das geht natürlich auch, wenn ich das hier weglasse. Und hier sowas mache. Erstmal so eine Befestigung. Und dann die richtige Straße. Du kommst dahin, du kommst dahin. Mein Gott, was baue ich hier denn eigentlich? Das wird crazy. Haben wir jetzt irgendwas geschafft? Ja, toll, das Ding wackelt, aber wie sonst was? So. Damit kriege ich es noch etwas stabiler hin. So eine Brücke habe ich auch noch nie gebaut. Ich sage ja, die kommen auf immer neue Ideen. Toll, warum ist das eine Straße? Habe ich was falsch gemacht? Nee, ich mache schon alles richtig. Also, nicht alles, aber zumindest genug. So, du hältst gar nichts aus. Das heißt, du bist hier noch stabilisiert. Es hält leider nicht. Der meiste Druck wird hier ausgeübt. So, jetzt besser. Auf der rechten Seite. Ja, es hält zumindest. Schon mal anfangen. Jetzt gucke ich mir das an. Eins und zwei müssen richtig fahren. Fast. Fast. Wo sind sie eingestürzt? Wahrscheinlich aber hier. Kenne ich ja sowieso schon. So, wieder diese Viererbefestigung, die hat immer gut geholfen. Ach ja. Also nicht nur rätseln muss ich wohin, sondern. Hey, jetzt ist sie ganz gut eigentlich. Eins und drei müssen jetzt richtig. Eins und zwei müssen jetzt richtig fahren. Eins knallt dran, aber ist okay. Okay. Kann ich das hier noch ein bisschen verschieben? Das wäre ganz klasse. Na, jetzt habe ich nicht an die Stabilität gedacht, aber sie hält. Ja, jetzt fliegt eins gescheit. Was machst du denn bitte da? Wie fällst du durch das Ding? Ah, es ist wieder unstabil, gell? So, stabil genug. Klappt's jetzt? Ich mache das nicht nach der Reihenfolge, wie sie kommen. Sondern einfach nach irgendeiner, nach der Reihenfolge. Ach so, du bist ja an gar nichts befestigt. Wie wolltest du dich halten, bitte? Okay, nochmal. Eins und zwei. Nur um die zwei geht's. Eins fährt perfekt durch. Zwei fährt durch, aber etwas langsamer. Ich weiß nicht, ob das eventuell später mit dem Timing Probleme macht. So, jetzt kümmern wir uns um drei und vier. Ach du Scheiße. Vier ist, also drei ist natürlich kein Problem. Ja, doch. Ah. Ich kann nicht genau dasselbe machen. Mache ich eher sowas. So, irgendwie befestigen. Gescheit befestigen. So.
genug Punkte habe ich, das ist okay. Das sieht so komplex aus. Dabei ist es eher provisorisch alles. So. Hält der Teil der Brücke? Ja, gut. Das Problem ist, da ist alles an alles wieder hängt, verändere ich natürlich alles gleichzeitig wieder. So, und das kann ich auch so verbinden. So, was mache ich mit dir jetzt, ist die Frage. So, das sieht gut aus. Nein, ich kann es nicht daran befestigen, aber hier dran. Und jetzt, ich sehe halt auch in diesem ganzen Morast an Unordnung nichts. Dass ich die Straßen nicht färben kann oder so, ist auch ein Minuspunkt, eindeutig. So, du bist eine Straße, du allerdings nicht. Jetzt muss ich das erstmal. Ach so. Erstmal befestigen wieder. Das woran? Hieran. Und du? Hieran. Und das kann ich also befestigen. So, hält jetzt einigermaßen alles? Ja. Okay, 3 und 4 beobachten wir jetzt. 3 schafft's. 4 schafft's nicht. So. Das ist auch wieder behoben, das Problem. Es hält gut. So, 3 und 4 beobachten. Drei schafft's, 4. Ach, hier ist was im Weg. Ist das nicht süß? Hier ist ja was im Weg. Ah, ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Deswegen fährt eins so scheiße gerade. Ja, eins darf da gar nicht hinfahren. Das darf gar keine Straße sein. Und wie soll ich so weit einen Sprung bitte schaffen? Ihr denkt auch, ich bin irgendwie. Was soll denn Nummer 4 machen? Guck mal, der springt hier schon ab. Und jetzt gebe ich ihm kaum einen Landepunkt. Was ist denn? Der kann nicht nochmal so viel Schwung holen, auf keinen Fall. Und unendlich steil kann ich das ja auch nicht machen für ihn. So, eins. Vier. Ich schaffe hier nicht da hoch. Warum will vier eigentlich da hoch? Ich sag ja, ich komme durcheinander. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Eins soll in die drei rein. Nochmal. Eins soll eigentlich in die drei. Vielleicht korrigiere ich das, damit ich nicht noch mehr verwirre. Hier kommt dann das Ding. Einfach ein bisschen nach oben verbessern, dann sollte es schon klappen. So, eins in die drei. Zwei. Du bist langweilig. Okay, es hält. Zum Glück hält es, weil ich habe keinen Überblick auch darüber. Eins soll in die drei. Zwei in die. Nochmal. Eins muss in die drei. So, wenn ich die drei mache, aktiviere ich ja den Knopf. Eins, drei. Drei muss jetzt in die vier.
Funktioniert auch. 1 in die 3. 1, 3 in die 4. 2. Wo soll... Oh Gott! Ohne die Brücke ist es lässig. So ist es viel schwieriger. 1, 3, 2, 4 habe ich gesagt. So, 1 kommt hier durch und muss dahin. Definitiv kommt er auch. So, 1, 3. Der ist der nächste und muss hier runter. So. Zeig mir, ob 1 und 3 funktionieren. Na, ich kann nicht beide gleichzeitig gucken. 3 ist mir wichtiger. 3 macht das, was er soll. Was ist mit 1? Warum ist der Laser nicht abgeschaltet? Die sollten eigentlich schon längst durchkommen. Er knallt hier dran, okay. Verwandle das mal weg. Nein, weg. So. So, 1 und 3 sollten jetzt funktionieren. Guckst du? 1 fährt, macht das, genau. Und 3 macht. Der macht ganz oben Action. Ja. Nur mit 4 weiß ich nicht, was ich anfangen soll. Der macht richtig. Der macht richtig. Der macht's richtig. Ja, wie soll ich dich da hochbringen? Der hat sowieso schon, weil er einen Sprung macht, zu wenig Energie. Und es geht keine andere Reihenfolge, außer ich würde sie manuell behindern natürlich. Hier zubauen kann ich nicht. Kann ich? So blöd mal gefragt. Vielleicht geht's ja doch. Weil sie mit einem anderen Winkel kommen, landen sie auch dementsprechend woanders. Okay, kommt zu spät dann, das funktioniert sowieso nicht. Nein. Ja, was, wie mache ich das? Wie viel Platz habe ich hier unten? Damit ich nicht so viel Schwung verliere. Relativ viel, okay. Okay, eigentlich ganz gut. Ach, da oben korrigiere ich auch gleich was. Doch dein Fahrwinkel, genau. Du bist relativ weit oben eigentlich. Das heißt, ich könnte das hier zum Beispiel machen. Und es würde immer noch funktionieren. Du musst aber hier oben irgendwo festhängen, sonst wackelst du mir zu viel. Nicht so viele Straßen. Okay. Ich habe vergessen, was ich beobachten soll. Das hier. Er schafft's. Okay, er ist das einzige Problem noch. Ich muss auch auf genug Platz achten für die anderen. Genau das ist nicht vorhanden. Aber ich kann hier rumfummeln, denke ich. Ja. Ich kann hier rumfummeln. Rechts kann ich nicht verlängern, aber links. Deswegen klappt es. Eins kommt ungehindert durch. Der auch. Der auch. Hä? Was ist falsch gegangen? Durch Laser sollte eigentlich keiner sterben, deswegen. Der kommt durch und aktiviert das da. Der macht das und macht das. Der fliegt über den Schalter! Nein! So ein Drecksack. Toll. Jetzt leuchtet das Ding sowas von knallrot wieder. So, hopp, hopp. Boah, das wird aber knapp. Das ist zu steil. Das ist viel zu steil.
So, ist in Ordnung. Alter, diese Brücke sieht so beschissen aus. Ja, ja, und diesmal fliegt nicht rüber? Ja. Sie kommt zwar nicht wirklich in einem guten Timing an. Es könnte knapp werden beim Dingsbums wieder. Aber sonst läuft's. So. Ach nee, ich mach's nicht so. Zu kompliziert. So, bis zum Ende macht vier Bahnen einfach. So sollte es funktionieren. Wobei die unteren. Habe ich hier etwa auch Probleme? Erzähl mir das nicht. Doch, ich habe hier Probleme, echt. Ja, weil das unterste muss ungehindert durchkommen. Und da ich so nah am Ding bin. Am. Na, wie heißt's? An der Säure. Muss ich damit auch vorsichtig sein. So, mal sehen. Dich kann ich damit verbinden. Dich kann ich damit verbinden. Ich muss das Ganze nur stabil hinbekommen. Ich mache am besten jetzt schon die Straßen, damit ich nicht verwirrt bin, was Straße sein muss und was nicht. Und am Ende können sie ja eh alle abspringen. So. Zack, zack. Zack. Viereck werde ich auch machen, wenn es sein muss. So, dann haben wir das. Weil das sollte der leichte Teil sein. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr hier euch noch irgendwas Dummes ausgedacht habt. Ja, ja, ist noch nicht stabil. Na, dann kommen jetzt die Vierecke. Beziehungsweise sind keine Ecken, aber ihr wisst, was ich meine. So. Der Schatz ist da versteckt, wo das X ist markiert. Ist es eigentlich ein X oder ein Kreuz? Bei einer Schatzkarte. Und wenn ja, warum eins von beiden? Es muss ja irgendeine Herkunft auch haben. Problem ist, ich muss alles erst machen. Erst dann weiß ich, ob es klappt. Davor kann ich es gar nicht machen. Alter? Was ist das denn? So. Katastrophal. Eigentlich ist es einfach, aber ich muss trotzdem viel bauen dafür. Eben weil ich nur diese paar Dinge habe für vier Stück. Das Gute ist, wenn es stabil genug ist, dann ist es auch für den Konvoi stabil genug. Weil es gibt hier keine halben Sachen. Entweder ganz oder gar nicht. So, der Part ist durch meinen Versuch, hier das Level noch reinzubringen, ein bisschen länger geworden. Aber was hätte ich tun sollen? Ohne das Level wäre es ein bisschen zu kurz. So. Hab's bald. Ihr könnt gleich zurückkommen aus der Küche oder wo auch immer ihr abgehauen seid. Super. Ja, das Problem ist hier einfach. Es muss ein bisschen weg vom Ding sein. Ein bisschen weg von der Säure. Weil ein bisschen neigen darf sie sich ja. Zu eng ist es hier geworden. Aber das sollte schon helfen, oder? Nee, ich will nur testen, bitte. Danke. Toll, jetzt reicht es da. So.
So und so. Jetzt ist das hier stabiler und es hält sogar. Okay, dann schauen wir mal. Ab geht's. Katastrophal. Die dürfen nur nicht zu spät ankommen, diese zwei, die festhängen irgendwo. Der da genau. Der ganz oben, dieser Millimeter. Kann's versauen, allerdings in dem Fall funktioniert's. Es sind wieder 16 Fahrzeuge im Konvoi, allerdings da vier gleichzeitig kommen. Ja, einerseits ist es gar nicht so viel, andererseits mal sehen, ob die Brücke es aushält. Vor der Brücke habe ich am meisten Angst. Wobei sie natürlich in so einem Rahmen kommen, dass nie so viele auch auf dem Ding sind. Also gewichtmäßig sollte es genauso funktionieren. Es könnte nur, wie gesagt, ganz oben Probleme geben, dass die Lasers zu spät ausgeschaltet werden. Boah, zum Glück muss ich mir nicht alles gleichzeitig anstarren. Nein, nein, nein! Keine Ahnung, wie die es noch geschafft haben. Jetzt einer ist zerstört worden. Wo hang er fest? Nochmal, wo hang der Typ fest? Da kann man festhängen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ah, jetzt sehe ich es, okay. Wo kommen die her? Da kommen die her. Ja, okay, ich sehe es. Wenn ich das ein bisschen verkürzen kann, dann kann ich das in der Straße verwandeln und das war's. Hoffe ich. Wie gesagt, diese kleine Änderung hat die ganze Brücke jetzt wieder verändert. Aber es könnte klappen. Die anderen kommen damit nicht in Berührung. Also schon mal direkten Kontakt gibt es nicht. Warum hängen... Was ist das hier? Warum funktioniert das nicht? Wie kann er da festhängen? Da ist doch eigentlich gar nichts. So. Ich muss halt aufpassen, dass er nicht in Berührung mit dem anderen kommt, der runterregnet. Ja, okay. Jetzt zeigt man die nochmal. Ja, jetzt fliegen sie auch ein bisschen schön. Okay. Ich muss mir das noch genauer ansehen. Aber ja. Boah, Gott, wie knapp es die zwei sind, gell? Das Problem ist, dass der andere schneller ist. Kommt er nur ganz knapp an. Wehe, du hängst fest. Sehr gut. Seht ihr, wie knapp das ist? Das ist geil. Und hier, ja, sie treffen sich zwar, aber was soll's. Sie schieben sich schon irgendwie ins Ziel rein. Sehr gut. Dann aus einem kurzen Part, das eigentlich nur Kammer 45 beinhalten sollte, haben wir noch das komplizierte System von Kammer 46 gelöst und erfolgreich absolviert. Okay, kleine Kinderkrankheiten hatte der Konvoi. Aber sonst hatte ich eigentlich alles schon gebaut. Wie es für die... Na, den Einzelnen war es ja nicht, es war ja ein Viererpack immer. Aber es hat funktioniert. Oh, bin ich froh. Ja, bin ich schon etwas stolz. Man kann es natürlich schöner bauen, aber... Vor allem sieht es cool aus, einfach. Vor allem immer guckt euch die Obersten an. Gut, damit war es das für diesen Part. Im nächsten Part geht es weiter. Kammer 47. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.